Alter, was geht ab, Leute? Ja? Heute ist wieder Wunderbonusstunde und der Bonus ist diesmal Doppelbonbon fürs Verschicken. Bedeutet, ihr könnt es auch zu Hause machen, weil den Bonus kann man überall abstauben. Manche Leute haben Pokémon aufbewahrt, gespart, wie zum Beispiel Legendäre. Weil wenn man die bei Doppelbonbon verschickt, dann kriegt man einfach doppelt, wie der Name schon sagt. Mehr Bonbons, ich habe Dimi sogar Bescheid gegeben, weil der hortet die, der spielt ja nicht viel und der hortet die Legendären für genau solche Events und ja, der gönnt sich jetzt. Und wir sind diesmal nicht live am Start, weil offensichtlich wegen der ganzen aktuellen Lage, aber auch wegen der Bonusstunde an sich, die ist halt nie wirklich effektiv und nicht wirklich stark. Und in Anbetracht der Dinge kann man die jetzt eigentlich auch ausfallen lassen. Normalerweise, ich wäre trotzdem am Start. Spotlight ist natürlich dagegen viel besser und ich finde es jetzt auch nicht schlimm, wenn ich jetzt alleine rumlaufe, weil ich bin ja nicht unter Quarantäne. Es gibt ja immer noch einen Unterschied zwischen Bewusstsein und Social Distancing und absolut Quarantäne. Aber trotzdem, für die Stunde lohnt es sich auf jeden Fall nicht. Bleibt lieber zu Hause, nutzt den Bonus aus und dementsprechend das Thema heute, Sachen, die man zu Hause machen kann. Wir reagieren auf einen Artikel vom Kollegen Noah wieder mal. Grüße gehen raus. Wir hatten eigentlich was geplant, zusammen in Liverpool, aber das ist ja offiziell ausgefallen jetzt. Niantic hat jetzt sogar das Ticket für Genesect komplett umgestaltet, dass man alles von zu Hause machen kann. Ich bin gespannt auf das Wochenende. Wir schauen uns jetzt seine 6 Tipps an, wie wir effektiv die Zeit daheim nutzen können und vielleicht haben wir noch andere Vorschläge. Falls ihr irgendwelche Vorschläge habt, gerne unten in die Kommentare. Ansonsten, falls ihr mich und den Kanal unterstützen wollt, gebt ein Like, einen Kommentar, ein Abo und aktiviert die Glocke. So, das öffentliche Leben steht in Deutschland weitgehend durch den Virus still. Davon ist auch Pokémon Go betroffen. Wobei ich muss sagen, also ich war vorhin bei einem Raid immer mit viel Abstand, nur 3 Leute waren da und wir haben eine Menge Abstand gehalten. Also ich stand hier, der andere Typ stand auf der anderen Seite der Arena, also echt kein Problem. Trotzdem seid vorsichtig und checkt das Video von gestern ab. Da habe ich eure Meinung gefragt bezüglich, sollten die Raids an sich einfach gestoppt werden, weil Gefahr und so. Aber auf jeden Fall, ich war draußen, ey, die Leute tun so, als wäre es Urlaub. Die gehen Eis essen, die spielen im Park, die sonnen sich und so. Null Angst, null Panik. Und es gibt auch so viele Artikel von Leuten, die einfach nicht aufpassen. Ja, schauen wir mal, wie sich das noch alles weiterentwickeln wird. Vor allem durch diese Leute. Vor allem, boah, so zum Beispiel Amerika, Spring Break, Florida. Halt, habt ihr das gesehen? Ey, Amerika, echt das dümmste Land der Welt, Mann. Ey, wie kann so ein Land Weltmacht sein? Das betrifft auch Pokémon Go, denn dort ist das Zusammenspielen in der realen Welt ohne diesen Kontakt nur schwer möglich. Gerade bei gemeinsamen Raids kann es schon mal zu größeren Ansammlungen von Spielern kommen. Ja, das ist das Problem. Niantic hat allerdings Maßnahmen ergriffen und das Spiel von zu Hause weltweit erleichtert. Wir zeigen euch hier die effektivsten Möglichkeiten, um Pokémon Go zu spielen, ohne unbedingt direkten Kontakt mit anderen Menschen zu haben. Ich meine, an sich habe ich nie wirklich viel Kontakt mit anderen Menschen, wenn ich Pokémon Go zocke. So spielt ihr effektiv von zu Hause. Tipp 1. Setzt euren Rauch ein. Das Item gibt es aktuell einmalig für eine Münze im Shop. 30 Mal, genau. Dafür erhaltet ihr gleich 30 Mal das Item. Das lohnt sich dann. Mit Rauch kann man eine Menge Pokémon fangen. Momentan sogar jede Minute 1. Normalerweise alle 5 Minuten nur. Oder wenn ihr geht. Weil Rauch ist eigentlich nur, wenn man geht. Aber das wurde jetzt angepasst. Und es hält eine Stunde. Die 30 kosten nur noch bringen, also 30 Stunden Spielspaß. Und ihr müsst euch nicht mal vom Sofa bewegen. Wow, klingt fast wie Spoofen. Achso, ja, Tipp Nummer 1 natürlich. Oder Tipp Nummer 0. Spoofen. Nicht ernst nehmen, Leute. Aber jetzt auch eine Menge Support, sag ich mal, für Spoofer. Weil wenn ihr zum Beispiel jetzt alleine bei einem Firmware-Raid seid und ihr gebt ein paar Spoofern Bescheid, die helfen euch. Danke. Also, ja, Spoofer-Thema, ihr wisst Bescheid, ist ein schwieriges Thema, aber gar nicht so schlecht eigentlich. Dank den Anpassungen von Niantic gibt es jetzt, oh, haben wir gerade gelesen, noch effektiver ist es, wenn ihr einen Pokestop vor der Tür habt. Ja, zündet ein Lockmodul und fangt zusammen mit dem Rauch und dem Modul über 80 Pokémon. Und den Stapel. Den Stapel kann man auch lernen, mal in der Zeit. Tipp Nummer 2. Öffnet eure Geschenke. Als würde man das nicht trotzdem immer machen. Wenn ihr das nicht immer macht, macht es immer, bitte. Öffnet eure Geschenke. Jetzt schreiben manche, aber warum, du öffnest deine Geschenke auch nicht? Ja, vergesst den Kleinen. Der ist nicht aktiv. Tut mir leid, Leute. Der öffnet keine Geschenke. Nur manchmal, wenn ich Zeit habe.
Edit ihn bitte nicht, wenn ihr erwartet, dass wir leveln und Geschenke aufmachen und so. Tut mir leid. Aber auf dem Main natürlich immer jeden Tag meine 20 Geschenke. Dies könnt ihr leicht auffüllen, wenn ihr täglich eure maximalen Geschenke öffnet. Achso, die Bälle kann man leicht auffüllen. Ja, Bälle-Mangel. Es gibt eine Menge Kritik bezüglich Bälle. Weil Spawns wurden erhöht, wilde Spawns wurden erhöht, Rauchspawns und sowas. Aber, wie sollen die Leute an Bälle kommen, wenn sie nicht viel rausgehen? Das ist ein Problem, das haben jetzt schon viele kritisiert. Vielleicht eine Box, genau wie Rauch, mit einer Menge Bällen. Anstatt diese Bälle, die man momentan im Shop kaufen kann. Belohnung für die Liga oder sowas. Ihr wisst ja, wenn man alle 5 Sets abschießt, auch wenn man verliert, kriegt man Staub und da kann man auch Pokébälle als Belohnung zum Beispiel geben. Dann haben manche eine verrückte Idee gehabt, jeder kann einen eigenen Stop pflanzen, einen Pseudo-Stop sozusagen. Ist auch eine verrückte Idee, aber finde ich eigentlich auch ganz nett. Da kann man wenigstens einen Tagesquest machen und eben Items, Pokébälle farmen und natürlich auch Geschenke. Also schon nicht schlecht, aber das wird natürlich nicht passieren. Oder irgendeiner hat vorgeschlagen, in jeder Zelle, es gibt ja immer pro Zelle ein Pokestop oder eine Arena, außer man kriegst und verschiebt die ganzen Sachen. Aber ansonsten halt immer pro Zelle 1 und da haben auch Leute vorgeschlagen, einfach automatisch magisch halt Pseudostops in jeder Zelle ein zu platzieren, sodass halt höchstwahrscheinlich jeder an mindestens einen rankommt. Oder manche haben auch vorgeschlagen, den Radius zu erhöhen, dass Leute halt auch von zu Hause möglicherweise dann eine Chance haben, an Stops oder Arenen ranzukommen. Das fände ich auch nicht schlecht. Dann könnte ich wahrscheinlich an die drei Stops hier, also 2 Arenen und Stop da links von mir auch noch rankommen. Tipp Nummer 3. Merkt euch eure stündlichen Spawns. Gefällt mir nicht so der Tipp. Ich meine, man lockt sich ein, man fängt eh alles, was da ist und dann lockt man sich wieder raus, aber ja, kann man machen. Tipp Nummer 4. Nutzt die PvP-Liga. Das neueste Feature von Pokémon Go kommt gerade gelegen, denn für die PvP-Liga müsst ihr nicht nach draußen gehen. Das stimmt, normalerweise muss man immer laufen und dann kann man wieder spielen, zocken und dann wieder laufen, das freischalten, aber Niantic hat das ausgestellt und wir können einfach jeden Tag 5 Sets machen, aka 25 Kämpfe, aka 5 Belohnungen, aka 5 mal Kobalium, der nicht 100 ist und nicht Shiny. So wie ich. Es sei denn, ihr habt auch manchmal Pech, so wie ich, und ihr kriegt fucking Tarnel oder sowas, oder Flying Otago. Also das mit den Belohnungen müssen die auf jeden Fall nochmal überarbeiten. Es ist einfach zu leiden, wenn irgendwie so eine schlechte Belohnung kommt. Stellt euch mal vor, ihr setzt sogar einen freien Pass ein, freut euch auf die Begegnung und dann kommt Floink. Also da muss irgendwas geändert werden. Vor allem, wer ist der Typ mit Z, ihr wisst schon? Und der neue Vogel. Die habe ich noch nicht bekommen, ich krieg momentan jedes Set die Belohnung. Ja, nicht schlecht von mir, oder? Ich krieg, ohne irgendwas zu maxen und pushen, ich weigere mich immer noch. Ich krieg momentan echt bei beinahe jedem Set die Belohnung. Es ist ein legendäres, ich freue mich, aber ich hätte auch gern Zuckorex, heißt er glaube ich, und den Vogel mal. Und halt so Sachen wie Tarnel, Floink, Otago und sowas, Serpich voll, das darf nicht drin sein in der Belohnung. Das darf echt nicht drin sein. Aber das ist ein anderes Thema. Ja, macht's PvP, auf jeden Fall. Tipp Nummer 5, sortiert endlich eure Pokémon. Vielen von euch wird es ähnlich wie mir gehen, die Pokémon-Box ist voll und anstatt mal gründlich auszumisten, wurde die Zeit lieber ins Fangen von Pokémon investiert. Kann man auf jeden Fall mal machen, ja, aber ich meine, das macht man einmal und dann ist man wieder durch. Aber ja, sollte man machen. Check die IV, bringt die richtigen Attacken bei und levelt ein paar Monster hoch. Auf jeden Fall das mit den Attacken ist wichtig. Das muss ich auch noch machen. Ich habe auch noch 100 TMs, 200 TMs und die müssen auch mal... Erstens bringt mir das Platz im Beutel. Das ist auch sehr wichtig und ja, muss ich auch auf jeden Fall mal machen. Sehr guter Tipp, Noah. Und Tipp Nummer 6, nutzt mal wieder ein Glücksei. Ja, man kann ein Glücksei machen und ein bisschen entwickeln, die Bonbons wieder runterschrauben. Das stimmt, kann man machen. Kann man machen. Habe ich noch irgendeinen Tipp? Ich persönlich. Man kann natürlich die Melterbox, wenn man eine Switch hat, immer jetzt regelmäßig aufmachen. Habe ich auch schon Ewigkeit nicht gemacht. Niantic, ihr könntet jetzt, perfekter Zeitpunkt, wieder ein Meltern-Event machen, wo man wieder Shiny Meltern bekommen kann. Das wäre momentan für dieses Event nicht schlecht. Event, sorry, für diese Lage. Das ist kein Event, Mann, das ist eine Lage, eine ernste Lage. Das wäre nicht schlecht. Extra Tipp, verbindet eure Wege gleich mit dem Spiel. Ja, das sollte, glaube ich, eh jeder Pokémon-Spieler immer machen. Ich meine, es geht ja nicht mehr ohne, so süchtig sind wir.
Ja, gute Tipps, Noah. Habe ich noch irgendeinen Tipp? Wie gesagt, ich glaube nicht. Mir würde nichts einfallen. Wenn ihr irgendwelche Ideen habt, was man sonst noch machen kann zu Hause, schreibt das gerne unten in die Kommentare. Man kann mit sich selber tauschen und da Tauschlimit und sowas errechnen. Aber das wäre ja Cheaten, Multi-Accounting. Aber da kann man auch endlich mal wieder sich Zeit nehmen und 100 Tausche am Tag schaffen. Trainieren kann man. Die Trainiermedaille hochpushen. Oder zumindest einmal am Tag die Belohnung abholen. Auch da ein Trick. Vielleicht da die Bälle als Belohnung reinstecken. Wäre auch nicht schlecht. Kann jeder einmal am Tag trainieren. Oder auch einfach das erhöhen und 5 Belohnungen am Tag oder sowas durchs Trainieren bekommen. Das wäre auch eine gute Idee. Ja, PvP halt allgemein zum Leveln mit den Freunden. Es wurde ja, ich weiß nicht, es gibt so viele Sachen. Es wurde, glaube ich, auf Superfreunde runter reduziert. Das heißt, ihr könnt auch ab Stufe 2 jetzt für Interaktion PvP machen. Kann aber auch sein, dass es auch schon wieder vorbei ist. Ich weiß echt nicht, was momentan für ein Bonus aktiv ist. Aber mehr fällt mir selber auch nicht mehr ein. Auf jeden Fall, das war's von mir, Leute. Wie gesagt, heute kein Stream. Aber euch trotzdem viel Spaß. Hauptsächlich zu Hause wahrscheinlich. Ihr wisst bestimmt, wie man liken, subscriben, kommentieren. Checkt die Videos ab. Folgt mir auf Instagram, Facebook, Twitter. Checkt den Shop ab. Vergesst nicht, Pokémon ist serious business. Der Virus aber auch.